Kann ich den von hier treffen? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. Mit scheißegal, was die anderen denken. Ich schieß. Vielleicht auch nicht. Viel würde es nicht bringen. Außer, dass ich ihn nur aggressiver mache. Ich warte geduldig. Ernsthaft, du siehst mich nicht? Wie doof kann man sein? Na, wenn, dann machen wir es mit Stil. So. Gute Nacht. So. Scheiß Verstärkung. Können mich mal am Arsch lecken, diese Verstärkung. Oh. Oh. Eins, zwei und tschüss. Halleluja. Jetzt ist nur noch einer da, um den wir uns kümmern müssen. Und das ist der schwebende Furzheinzel da. Der schwebende Furzheinzel. Der Film. Demnächst in ihrem Kino. So, wir krabbeln auch mal aus unserem Rattenlöchchen raus. Direkt auf die Blutlache. Warum denn nicht? Ja, jetzt laufen wir mal nach da oben. Es wird Zeit, die Sache zu beenden. Mit oder ohne Boom, ist mir scheißegal. Teleko ist auch wieder da. Schön. Theoretisch könnte Teleko jetzt hier dann das Ding mitnehmen. Ah, ich habe jemanden gefunden. Will er mit mir spielen? Ich habe sogar mein Spielzeug dabei. Ah, er hat keine Lust. Das ist zu langweilig. Da müssen wir mit härteren Geschützen kommen. Vielleicht hat er dann Lust. So. Dann klettern wir mal nach da oben. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Von hier kann ich den nicht treffen, ne? Nee, nicht ganz. Schade. Aber mehr als rumstehen tut er da auch nicht, ne? Ich gucke immer, ob ich den Pfeil vielleicht sehe, dass ich ihn angreifen kann. Wenn da über ihm so ein orangener Pfeil wäre, dann könnte ich ihn angreifen. Aber den Pfeil sehe ich leider nicht. Zumindest nicht aus dieser Perspektive. Also glaube ich, dass ich ihn nicht angreifen kann. Ach, guck mal, er bewegt sich. Oh. Der feine Herr bewegt sich. Was ist jetzt passiert? Hat er jetzt rausgefunden, wo man das Ding bedienen kann, oder was? Oh la la. Dass wir das noch erleben. Ja du, die P90 behalte ich noch. So ist ja nicht. Wir stellen uns mal da dicht hin. Stinger MGS1. Ich habe gar nicht geguckt, was das andere eigentlich war. Upsi. Natürlich dreht er sich jetzt so um, dass er mich sehen könnte, wenn ich jetzt darüber laufe. Ah. Scheiß drauf. Er sieht mich nicht? Upsa. Sind wir heute blauäugig. Oh, Alter, jetzt... Erschreck mich nicht, du Arsch. Ich hab doch nur Gescherze gemacht. Und von hier treffe ich ihn nicht mehr. Dann laufen wir halt nochmal zurück. Weißt du, jetzt müssen wir halt schnell handeln, deshalb. So, zweimal. Sehr gut. Bleib doch mal stehen. Weil ich angegriffen wurde, bleibe ich da jetzt einfach mal stehen. Vielleicht trifft man mich ja nicht nochmal. Ich denke schon. Also mit Hit 100 mal 2 ist das dein Tod, mein Freund. Naja. Tschüss. Wie schön er gestorben ist. Eine Bilderbuch-Tod.
Wie in einem Bilderbuch. So. Genug Sentimentalitäten. Wir müssen weiter. Dieser Weg ist so unnötig. Aber hey, kein einziges Mal erwischt. Wir wurden... Ja gut, der eine hat um Hilfe gerufen gehabt, aber hatte keine Möglichkeiten mehr. Ich sehe das nicht als erwischt. Das sieht halt das Spiel anders. Ich sehe es als perfekte Mission. Ich gucke nochmal, ob ich hier auch alle Waffen habe, aber hier gibt es ja nicht wirklich viel zu sehen. So, ein bisschen Kosten hier draufhauen, damit Teleco auch mal hinterherkommt. Die ist irgendwie da hinten zu weit weg. Ach ja. Schade, dass es im Moment gerade so ein riesiger Streit gibt, ne? In Sachen Konami und Co. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Eigentlich wollte ich mich da jetzt nicht einmischen, aber es sind halt so ein paar Sachen, das ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie da mitbekommen hat. Falls nicht, könnt ihr jetzt gerne lauschen. Es ist ja so, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain wird ja gerade wunderschön noch von Kojima Productions und Hideo Kojima entwickelt. Kommt ja bald, 1. September. Juhai, juhai, wir freuen uns. Ja, und irgendwann kam dann plötzlich folgendes Szenario von sämtlichen Metal Gear Solid Spielen, sei es die Legacy Collection, Ground Zeroes oder The Phantom Pain, wurden plötzlich die Hideo Kojima Game und Kojima Productions Embleme entfernt. Wieso? Ja, da kam dann richtige Spekulation auf, dass Kojima gefeuert wurde, was jetzt inzwischen von Donna Burke, der Sängerin von Heaven's Divide und Sins of the Father, die hat sie auf Twitter sozusagen bestätigt. Und Konami dementiert das ja klar. Es sind schon tausende Vorbestellungen wieder weggenommen worden von The Phantom Pain. Was ich verstehen kann, wenn man nicht weiß, was da eigentlich gerade abgeht. Jetzt ist halt so, ich weiß nicht. Kojima verlässt auf jeden Fall Konami nach Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das bedeutet, das wird definitiv auch das allerletzte Metal Gear Solid Spiel von ihm. Ja, und wenn Konami nicht bald mal eine Stellungnahme gibt, dann springen noch mehr Leute ab von The Phantom Pain. Was ich eigentlich schade finde, weil er arbeitet ja trotzdem noch weiter daran und das seit über 5 Jahren und das ganze Team von Kojima Productions, das existiert ja trotzdem noch. Auch wenn jetzt zum Beispiel das Studio in Los Angeles jetzt nicht mehr Kojima Productions LA heißt, sondern Konami Digital Entertainment LA oder so. Also gerade alles total komisch, die wollen sämtliche Spuren von Kojima und Co. entfernen, habe ich so das Gefühl. Und ich würde halt auch gerne so als Fan von Hideo Kojima wissen, wieso. Ist halt ein bisschen seltsam. Aber keine Sorge, bei mir kommt trotzdem noch das Let's Play. Ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Das Spiel ist ja trotzdem noch von den richtigen Männern. Es ist halt klar, das wird das allerletzte sein. Und es wird auch so oder so das allerletzte Metal Gear Solid sein. Das wurde ja schon gesagt. Weil die Serie ist danach zu Ende. Konami wird wahrscheinlich noch weiterentwickeln, aber dann nicht mehr Metal Gear Solid, sondern halt komplett neue Charaktere, komplett neue Timeline. Ja. Natürlich die Frage, was ist besser? Ich glaube, ich nehme die 5-7. Tu dafür irgendwas anderes weg. Der hat doch eine Handfeuerwaffe, oder? Habe ich dem eine Handfeuerwaffe gegeben? Die Makarov habe ich ihm doch gegeben. Guck mal, die tu mal weg. Und dafür bekommt Teleco statt der hier. ...40-80-2. Gucke ich gerade mal.
30, 80, 5. Das ist besser. Vor allem Hit plus 10% für Position nach vorne. Für Ziel über Benutzer. Hit sinkt bei 4 Blöcken, okay. Kritischer Hit fügt dem Ziel einen Kosten zu. Dieses selbstständig von Israel entwickelte Gewehr basiert auf den AK-47 Modellen, die in vielen arabischen Ländern Einsatz finden. Die Metallfassungen für die beiden Schäfte wurden mitunter als Schraubenzieher verwendet. Das ist ja geil. So, nehmen wir die mal mit. Gebirge haben wir durchquert, jetzt sind wir vor dem Pfarr. Und jetzt gucken wir mal die Karte an. Hier war die Zugbrücke, die jetzt offen ist. Und jetzt sind wir trotzdem vor dem Pfarr. Ein bisschen verspätet, aber wir haben es geschafft. Roger, ich sehe etwas in nordöstlicher Richtung. Das muss der Pfarr sein. Tu nichts Unüberlegtes, Snake. Wenn du jetzt in den Pfarr stimmst, verwandeln die Geschützkameras dich in Schweizer Käse. Geh weiter nach Osten bis zum Kraftwerk. Tu, was er sagt, Snake. Okay. Ungern lässt sich Snake von irgendjemandem was sagen, außer natürlich von seinen Vorgesetzten. Das kennen wir ja. Begib dich zum Heizkraftwerk. Dann tun wir das. Erstmal die Lage checken. Wir haben 1, 2, 3, 4 Wacheinheiten. Und hier Unmengen von Gewehren. Da sollte man nicht hingehen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist hier hinzukommen. Okay, 4 Wachen mit Schilden. Also am besten entweder von der Seite angreifen oder gar nicht. Eins von beiden. Am besten wäre natürlich 2. Aber ob wir das hinkriegen, ist die andere Frage. Diesmal behalte ich aber meinen Spin-Kick. Ich würde sagen, wir teilen uns am besten auf. Dann können wir nämlich auch diese schönen Gebäude hier noch ausplündern. Man kennt mich ja, ich nehme alles mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So. Dann rüste ich mal hier die P90 aus. Bewege mich. Nee, ich warte nochmal. Ja, gucke mal. Der hätte mich nämlich sonst, glaube ich, gesehen. Laufe mal hier so lang. Da ist ein Fass im Weg, da komme ich nicht vorbei. Außer ich spreng es in die Luft, das wäre aber nicht so schlau. Das ist nämlich ein bisschen laut. So. Jetzt guckt er nach da, jetzt geht er nach da, okay. Ich bewege mich mal mit dem Otakon. So, mache jetzt minus 8. Und bin gleich wieder dran. Sehr gut. Ah, guck mal, meine 5-7 ist da. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich möchte nämlich da rein und da haben wir ein NGS2-Pack. Gut. Jetzt sind wir erstmal sicher. Die sehen uns nämlich da drin nicht. Dann bewegen wir uns mit dem Minensuchgerät hier rein. Und kriegen nochmal ein NGS2-Pack. Bewege mich aber mit der Farmers, weil ich möchte den Slot eigentlich mit dem Keramikprotektor aufmachen. Zumachen. So. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt ein bisschen kindisch von Konami, einfach da zu sagen, das Spiel hat Hideo Kojima nie entwickelt. Nein, deswegen wird es jetzt entfernt. Das ist schon ein bisschen kindisch, was die da machen. Also, ich mag Konami. Was soll man gegen sie haben? Aber das, was da gerade so abläuft, das, ich weiß nicht. Das stellst du dir halt wirklich so die Frage, und was ist mit uns? Wir würden auch gerne mal wissen, was da abgeht. Klar ist, ein Statement gab es zumindest, dass Konami, dass Kojima trotzdem noch weiter Hand hat an The Phantom Pain. Also, dass das trotzdem noch von denen entwickelt wird. Und 1. September steht immer noch, geändert wurde daran nichts. Ich glaube, das wird's auch nicht. Aber wie es so weit kommen konnte, das überlege ich mir, weil Kojima ist, soweit ich es weiß, der stellvertretende Chef von Konami und leitet eine sehr erfolgreiche Company namens Kojima Productions. Und die haben
mit Metal Gear Solid, mit der Reihe Metal Gear allgemein, Unmengen an Geld für Konami reingescheffelt. Und ihn jetzt einfach zu feuern? Und ich... Okay, Konami sagt, das stimmt nicht. Ich vertraue aber Donna Burke ein bisschen mehr, weil die... Ja, die ist bei Kojima. Die hat schon seit Peace Walker mit ihm zusammengearbeitet. Also von daher, warum sollte sie jetzt auf einmal lügen? Ist ganz skurril, das ganze Thema, aber nichtsdestotrotz, bei mir steht immer noch das Datum 1. September auf dem Programm. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, wir spielen trotzdem The Phantom Pain. Schließlich... Ich spiele es für euch und für Kojima und nicht für Konami. Konami hat es halt gemacht, ist halt so. Aber ich würde euch raten, tut nicht das Spiel wieder entvorbestellen oder wie auch immer man das nennen möchte. Bloß weil es da gerade irgendwelche Rechtsstreits gibt und alles. Ich meine, das Spiel ist immer noch vom selben Mann. Wird wahrscheinlich eines seiner letzten Spiele sein. Und von seinem Team. Also... Das möchte ich noch gerne erleben. Das war doof. Töte ich ihn, wenn ich ihn jetzt... Angriff 60 mal 2. Bombenschutzanzug. 30 mal 6. Hau rein. So, der ist weg. Jetzt müsste Teliko schnell arbeiten. Sehr gut. Ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir den da hinten auch noch gleich kriegen, wenn wir schon da stehen. Den da, genau. Ein Schuss trifft. Ja. Okay, einer ist noch da. Vielleicht kriegt man den mit Snake. So. Wo ist er denn? Ja, nicht der. Der da. Den möchte ich mich kümmern. So, derweil können wir ja mit ihr schon mal die weiteren zwei Gebäude da plündern. Wir sind mal so frei. So, das ist ein Chronicle Pack. Oh oh. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Gut. Kannst dich auch wegdrehen, das ist nicht so schlimm. Dann gibt es nämlich mehr Schaden von uns. Ja, nein. Nein, dahin laufen. So. Dann benutze ich mal die Olga, dann ist sie nämlich auch glücklich. Und ich habe drei neue Karten. Oh. Jetzt bewegt er sich wieder zurück. Kann auch so schnell. Oh, perfekt. Mist, ich habe es noch gar nicht ich habe gar kein PSG1 beim Ausgerüstet gehabt bisher. Vielleicht kommen wir ja mit der 5-7. Ne, mit der R5. Ich komme mit den Namen total durcheinander. Vielleicht kann Teliko ja mit der R5 mal ein bisschen Eindruck schinden. Wenn er nicht gerade zu ihr guckt, meine ich natürlich. Oh. Ja gut, hat sich jetzt gerade erledigt, ne? So. Wir haben freie Bahn zum Kraftwerk. Das ist ja geil. Die Wache da hinten ist mir furzpiep egal. Ich kann da ruhig stehen. Das ist mir wurscht. So. Gucken wir erstmal noch, was in dem Gebäude A02 ist. Hoffentlich was Schönes. Ein MGS-1-Pack. Ha ja. Warum nicht? Das ist aber schön. Sind wir gleich da? Vielleicht kommen wir zeitgleich an, das wäre natürlich witzig. Ja, sie muss erstmal. Das finde ich ein bisschen doof, dass man da extra nochmal direkt vor die Tür stehen muss, damit die überhaupt aufgeht. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Damit muss man halt klarkommen. Sieht man das als weiteres Hindernis vom Spiel an, ist es nicht so wild. So, der erste ist im Ziel.
Jetzt muss man noch Teleko hinterher. Ja, das kriegt sie hin. Immer noch die leichteste. Das ist im Moment die hier. So. Perfekt. Hey, das lief doch gut. Ein perfekter Einsatz. Nicht gefunden für Tote. Es gibt einen C-Rang und einen Bonus für nicht gefunden. Geil. So, wir bekommen Rationen konzentrieren. Oh, nochmal ein PSG-1. Geil. Nochmal eine P90. Zweimal Keramikprotektor, Ideas bei 2.5 und erklärt, reduziert Kosten aller Karten um die Hälfte. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Wir bekommen keinen Erfolgsbonus, doch schade. Wir haben keine Zeit. Gehen wir. Gemacht. Gemacht. Snake, nur ein Rad. Ja. Nimm Nikita-Raketen mit ins nächste Kraftwerk. Nikita-Raketen? Ja, du wirst sie garantiert benötigen. Aber ferngelenkte Flugkörper tun's auch. Verstanden. Also nimm unbedingt ferngelenkte Flugkörper oder Nikita-Raketen in eure Decks auf. Haben wir.